Meine Freunde, es freut mich wieder sehr, dass ihr mit dabei seid. Zu einer brandneuen Hearts of Iron 4 Kampagne und was darf natürlich jedes Jahr nicht fehlen? Genau, erstens eine neue Frisur, zweitens eine neue Hearts of Iron 4 Kampagne mit Deutschland und drittens nichts. Ja, wir spielen wieder mal Novum Vexillum und wie immer, eigentlich seit 2-3 Jahren, spielen wir Anfang des Jahres natürlich dann eine Kampagne mit Deutschland. Idealerweise installiere ich sogar noch die richtigen Mods, dass wir das richtige Jahr haben. Mache ich gleich noch. Und spielen im Jahr 2024. Aber heute, wie immer, werden wir wieder was komplett Neues ausprobieren. Wir haben ja schon Kommunismus gemacht, Monarchismus, Demokratie, Faschismus, eigentlich alles durchgeballert. Heute, diesem Run, werden wir versuchen, das Heilige Römische Reich wiederherzustellen. Das ist quasi das Ziel für dieses Projekt, wobei ich wahrscheinlich nicht mit den Originalgrenzen des Heiligen Römischen Reichs aufhören werde, sondern wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen weiter schauen, ne? Hallo? Passiert hier noch irgendwas oder war es das? Ja, übrigens auch neu, ich glaube zum ersten Mal überhaupt in einer Deutschlands-Wiederaufstieg-Kampagne, oh, Merkel lebt auch noch, zum ersten Mal in dieser Serie, in diesen Deutschlands-Wiederaufstieg-Serien mit Facecam. Testweise. Mal gucken, wie es ankommt, wie ihr Bock drauf habt. Wird dieses komplette Projekt überbleiben. Ich nehme aber euer Feedback mit auf. Also, wie das ankommt. Ich sag mal, wenn es mindestens 60% gefällt, dann mache ich das vielleicht öfter oder auch nicht. Mikrofon schaukelt hier so schön. Schaukel, schaukel. wir sehen uns gleich wieder. Ich muss kurz neu laden und ein paar Mods und so, ne? Wie immer, alle Mods findet ihr nicht in der Videobeschreibung, weil ich verlinke die euch nicht. oder doch? Werdet ihr nur herausfinden, wenn ihr selber nachschaut. Ja, Spiel ist einfach abgestürzt. RIP. So, wir haben jetzt auf alle Fälle Kollege Scholz. Wir werden tatsächlich, ich werde mich richtig knechten auf Elite für euch. Und im eisernen Mann-Modus. Ja, alles oder nichts heute. Und ich liebe es. Ich liebe ja sowas. Ich liebe ja eigentlich weirdes Zeug. Ich bin wirklich gerade am überlegen, ob wir random Ideologies anmachen. Das bedeutet, dass quasi jede Nation eine andere Ideologie hat. Faschismus, Kommunismus, Monarchismus, Diktatorismus, was auch alles so hier gibt in der Mod. Ich bin wirklich am überlegen, ob wir es anmachen, weil die Kampagnen sollen auch alle unterschiedlich sein und ich liebe weirdes Zeug und verrückte Sachen. Deswegen machen wir das auch einfach mal an. YOLO. Außerdem darf jeder Kriege erklären. Das wird wieder so bescheuert, Alter. Das wird so blöd. Iron Man Federal Republic of Germany 1. Ah, schön wieder mit Flackerbildschirm. Außerdem machen wir wieder chaotische Kriege an. Das bedeutet, jeder darf jeden boxen. Wir werden, weil sonst wieder die Hälfte von euch einen Nervenzusammenbruch bekommt, wir werden die Bündnisse nicht auflösen. Da darf wirklich jeder machen, was er möchte heute. Ne, wir lösen sie auf. Wir lösen sie auf. Außerdem werden wir Divisionslimiter benutzen. Das bedeutet, dass Nationen nur eine Anzahl an Divisionen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistung haben dürfen. Damit bin ich auch zufrieden. So, jetzt ist alles fertig. Das Datum passt. Hier oben, ne? 2024 haben wir jetzt. Wir gehen das. Ihr müsst das Safe-Game bearbeiten. Wie das geht, habe ich oft genug erklärt. Dokumente, Paradox Interactive, Hearts of Iron 4, Safe-Games. Euren Save aussuchen, Rechtsklick drauf machen, Bearbeiten klicken und dann könnt ihr direkt ganz oben stehen, Datum, könnt ihr das Datum ändern. Und wir haben ja alles so random gemacht, das bedeutet auch, wir haben eine random Ideologie bekommen und die haben uns einfach grün gemacht. Grün. Grün. Boah. Boah, schrecklich. Mir hat letztens einer gesagt, lieber ein Haus im Grünen als einen Grünen im Haus. Ja, gut. Ansonsten, wir können natürlich jetzt trotzdem tun und lassen, was wir wollen. Was aber unser Ziel ist für dieses Projekt, habe ich schon gesagt. Wir möchten das hier machen. Heilige römische Tradition. Quasi indirekt eine Monarchie wieder, aber ganz gezielt Heiliges Römisches Reich. Das gibt uns dann auch ein Kriegsziel gegen die ganze Welt. Mehr oder weniger gegen alle Nachbarn. Auf dem Weg dorthin wir werden keinen Spaß haben. Ich sag mal so, wir werden keinen Spaß haben, Leute. Es ist einfach so. Das Einzige, was wir jetzt erstmal machen, ist, wir pushen komplett Industrie. Und eine Sache wird auch sehr wichtig sein, nämlich, wenn ich es finde, sage ich es euch. Ich glaube, es ist entweder die updated CAM Software oder die Expanded CIM Software, denn es gibt nämlich das hier.
Und dafür, ach nee, wir brauchen, ah, warte mal, Schmarre. Wir brauchen dafür Manicore-Prozessoren. Manicore-Prozessoren war das. Ich sage euch auch gleich warum. Manicore-Prozessoren sind, wo sind die denn? Wo sind die Prozessoren, meine Freunde? Vielleicht bin ich ja blind, was bei Lekt, ah, hier war es, glaube ich, ne? Die brauchen wir. Die brauchen wir. Denn dann können wir nämlich, wenn wir jetzt hier trotzdem durch die Wirtschaft weitermachen, dann können wir nicht bei der Besteuerung auf eben diese Roboter geteilten Besteuerung oder wie auch immer das heißt, wechseln. Das ist das Stärkste, was es gibt im Spiel. Gibt uns wöchentliche Stabilität, wöchentlichen War Support, Forschungsgeschwindigkeit und 20% Factory Output und Wirtschaftswachstum von 0,5 im Monat, zusätzlich nochmal dazu. Plus, wir haben nur 20% Konsumgüterfabrik. Das ist quasi, es ist wie im Lottogewinn, wisst ihr? Ist ein bisschen teuer, 450 pp, aber das soll das Problem heute mal nicht sein. Joschka Fischer. Joschka Fischer, mein Lieber. Grüße gehen raus an der Stelle. Genieße die Zeit in deinem Amte. In echt wirst du es nie erleben. 13, ja. 108.000 Mann. Das Problem ist, dass die Division, ich weiß noch, wir haben ja damals auf einem anderen Kanal, auf Krabbe, haben wir ja, kann Deutschland alleine 2023 gegen die gesamte Welt gewinnen. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das lief nicht so gut. Ein bisschen, selbst mit Cheaten hat es nicht funktioniert, weil Deutschland so schwach ist einfach und die restlichen Nationen halt einfach doch relativ. Also, man kann 2024 nicht mit 20 oder mit 1930 oder 1940 vergleichen. Da waren ja relativ wenige Nationen eigentlich sehr stark. Jetzt sind es sehr viele Nationen halb stark, aber sehr viele halbstarke Nationen ergeben halt auch Probleme, sage ich mal. Ich bin sehr gespannt, wohin das Ganze führt heute wieder. Besseres Equipment schrauben wir mit rein. Novum Vexillum ist, ich sag's immer wieder, eine meiner absoluten Lieblingsmods. Es gibt natürlich noch Millennium Dawn. Millennium Dawn hat auch letztens ein fettes Update bekommen, habe ich gehört. Die werde ich GGF mal anspielen. In ferner Zeit. Aber nicht heute. Vielleicht mal in einem Livestream oder so. Gerne auf Twitch vorbeischauen. Link auch in der Videobeschreibung. Oder einfach Krabbe93 auf Twitch suchen. Dann kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal. Das streamen wir dann häufig 4 und auch mal häufig andere Spiele. Gott, was wieder alles. Da finde ich es früher besser. Da hast du Panzer gebaut und eine Artillerie und Waffen. Hier brauchst du schwere Panzer, leichte Panzer, motorisiert, technologisiert, Säbel, Tiger, Zahn, alles. Also ganz schrecklich. Zug brauchen wir auch noch? Nee, Zug brauchen wir nicht. Motorized? Habe ich Motorized gebaut? Nein, Motorized brauchen wir auch noch. Vor allem die bauen so wenig. Ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch. Wir spielen auch noch auf Elite. Elite schraubt das Ganze ja nochmal runter um 30%. Warum? Warum habe ich das eigentlich schon wieder gemacht? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Warum habe ich das gemacht? Ich hätte auch einfach auf normal spielen können. Das wäre deutlich einfacher gewesen. Weil ich sag mal, 75% klicken das Video an, die wissen gar nicht, worum es geht. Die schauen sich ein paar Videos an, bleiben da oder gehen wieder und kommen nie wieder. Die, die mich kennen, die schauen eh alles an. Scheiß auf den Schwierigen. Ich hätte auch auf Rekrut spielen können. Ich könnte das Video hier beenden und einfach neu laden und einfach auf Rekrut spielen. Spaß am Rande. Ich werde im Laufe des Projekts hier wieder euch zeigen, dass wir nicht auf Elite, dass wir weiterhin auf Elite spielen. Das ist doch hier oben Elite Difficulty. Minus 15% Pipi zum Beispiel. Übrigens gibt es immer wieder Leute, die sich auch beschweren. Oder anmerken, dass sie es nicht so toll finden, dass ich in der ersten Folge so viel rede, aber. Es ist die erste Folge in einem neuen Projekt. Natürlich redet man da. Also was soll ich denn sonst machen? Soll ich den Mund zukleben oder was? Keine Ahnung. Muss ja auch mal einfach das hinnehmen, dass man halt redet. Dass man die Anfangszeit ein bisschen überbrückt, wo noch nicht so viel Interessantes passiert. Ich muss mal kurz meine Frisur wechseln. So, wenn ich Mütze aufhabe, also wenn ich von der Arbeit komme, muss ich ja duschen, weil Gastronomie und nicht duschen, das ist relativ mufflige Sache. Und dann habe ich quasi Mütze auf, damit die Haare ein bisschen schön chillig warm sind, damit ich nicht erfriere. Aber das drückt dann mit den Kopfhörern irgendwann.
Nach so 2-3 Stunden ist es unerträglich. Dann ist der Moment gekommen, wo der Kosovo Unabhängigkeit bekommt. Genauso wie Montenegro. Ich meine, ja, die Karte ist 2020. Muss ein bisschen mogeln. Anders funktioniert. Es gibt leider keinen, der für mich extra eine 2024-Mutter stellt. Ich kriege zwar hier Bonus, dass ich dann hier moderne Politiker habe oder so. Teilweise. Zum Beispiel bei der SPD mit Olaf Scholz oder so. Das lasse ich mir da nochmal reinmodden. Aber sonst eher selten. Alternative für Deutschland, Ronald Schill. Georg Friedrich I., der wird wahrscheinlich zurückkommen. Kennen die alle gar nicht. Den Pierre Vogel, den kenne ich irgendwo, ja. Patrick Köbele. Warum haben eigentlich die Kommunisten alle irgendwas mit Ö? Na gut. Ja. Wo war er? Gregor Gysi, den kenne ich auch. Partei des demokratischen Sozialismus. Okay, gut. Wichtig auch immer, lasst es nicht zu politisch werden, Leute, in den Kommentaren. Am besten gar nichts Politisches schreiben. Ich werde alles blockieren, was politisch wird, weil Politik geht mir am Arsch vorbei. Und das hängt nicht damit zusammen, weil es mir am Arsch vorbeigeht, sondern weil es hier unter solchen Videos nichts verloren hat. Das heißt, jegliche Schwurbler, die irgendwas mit links, rechts, Mitte, oben, unten schreiben, tschüss. Behaltet den Scheiß für euch, macht das am Stammtisch, bei der Kleipenschlägerei, aber nicht hier auf meinem Kanal. So, nachdem wir das auch geklärt haben. Krabbe ist voll schlimm, der unterdrückt freie Meinungsäußerung, ja. Das tut er. Ganz scheißen dreist. Ah, ich hab... Nee, es geht gar nicht. Geht gar nicht. Ich wollte mich gerade beschweren, ich habe die Course and Claims Mod nicht installiert, aber es geht ja gar nicht. Die Mod funktioniert mit Novum nicht. Enttäuschenderweise. Zu meiner persönlichen Unzufriedenheit. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Das ist das einzig Traurige. Ansonsten, ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr das Video positiv bewerten würdet. Einfach für den Algorithmus einen netten Kommentar, wie geil ich bin, wie geil ihr die Serie findet, wie sehr ihr den Aufstieg Deutschlands in Hearts of Iron 4 feiert. Und wenn ich dann denke, baller ich sogar euch sogar noch einen Holy-Clip rein. Ich muss ja Werbung für Holy machen. Ist auch immer lustig, wenn ich ja so mit Holy-Mütze rumlatsche oder so, ne? Oder dann, wenn ich dann rede drüber über Holy. Wenn dann Leute, was Leute nicht wissen, man ist in Deutschland verpflichtet, Werbung zu kennzeichnen, wenn man dafür bezahlt wird. Oder wenn man die Produkte in der Werbung kostenlos erhalten hat, die man zeigt. Ich muss jetzt den Weg hier gehen, ne? Gott mit uns. Ja, Deutsche. Oh, Freiheit. Das ist auch lustig. Freiheit und dann wirst du zum Heiligen Römischen Reich und unterwirfst einfach alle. Lieben wir. Jedenfalls. Bist du in Deutschland verpflichtet, Werbung zu kennzeichnen, wenn du A, dafür Geld bekommst oder B, wenn du die Produkte, die du in den Sequenzen zeigst, kostenlos bekommst. Wenn ich jetzt aber einfach hergehe im Video und über Holy rede, aber kein Geld dafür bekomme, muss ich das nicht als Werbung kennzeichnen. Das Einzige, was wir halt manchmal machen aus Sicherheitsgründen, trotz allem, auch wenn wir rechtlich rein theoretisch safe sind, machen wir trotzdem in den Clips selber mache ich da manchmal Werbung oben rein. Aber Holy ist so, ich kriege von denen tatsächlich kein Geld und ich kaufe auch die Produkte selber. Ich kriege original nur Geld, wenn Leute über meine Links Holy kaufen. Das heißt, wenn ihr das Produkt gut findet wie ich und wollt dann auch euch gesünder ernähren, gesündere Getränke ohne Zucker und bestmögliche Inhaltsstoffe auf Energy- und Eistee-Basis und findet das auch geil und konsumiert das, dann spart ihr A Geld über meine Codes und unterstützt meinen Kanal, weil ich da quasi anteilig beteiligt werde. Das ist alles. Ich kriege da kein Geld für oder sowas. In dem Form von, dass Holy sagt, hey, erzähl mal ein bisschen was von uns, dann kriegst du Geld. Das ist nicht so. Das ist tatsächlich Überzeugung. Und wenn das Produkt scheiße wäre und es wird keiner nutzen, dann hätte ich auch überhaupt nichts davon. Aber Holy ist einfach Holy. Ja. In der Videobeschreibung findet ihr auch alle Codes und Links und so. Und vielleicht baller ich einen Clip rein. Ich weiß, ich muss mal gucken. Ich habe hier auf dem PC keine Clips. Das ist mein Problem. Die sind alle auf einem anderen PC. Deswegen habe ich keine Clips. Ich muss sie mir schicken lassen. Oder mal vielleicht so extra so einen kurzen, speziellen Clip aufnehmen. Was ist das, wenn es fertig wird? Krivat. Der schaut aus. Digga, die schauen alle gleich aus. Gut, wir gucken mal kurz mit den Ideologien. Ja, schön bunt. Schön bunt auf alle Fälle. Es gibt doch keine Kriege aktuell, ne? Bis jetzt alle hart am Chillen. Viel faschistisches Zeug. Wobei Faschisten und Kommunisten ja irgendwie fast gleich auch schon. Was ist das hier? Sozialdemokraten. Islamisten. Italien auch.
Titan war eh schon mal für die komischen Sachen zuständig. Wie schaut's da aus? Es sieht erstmal relativ harmlos aus. Naja, wir werden schon sehen, was passiert. Wenn die ersten Kriege anbrechen. Natürlich ist Österreich faschistisch. 240 Tage für Anschluss. Hätte schon Bock auf Anschluss, ne? So, europäische Freiheit, nö, aber deutsche Freiheit, yo, yo, yo. Let's go. Hört ihr Musik? Ja, hört Musik. Hört ihr Musik, Alter? Ich hör die Musik, hört ihr die Musik, Alter? Geistig behindert, ey. Warum trainierst du keine Truppenkrabbe? Keine Ausrüstung habt. Aber wir können die trainieren lassen, by the way, das können wir wirklich machen. Hier können wir ein bisschen trainieren. Das ist unterschiedlich, also im Gegensatz zu Deutschland heute. Wenn die trainieren, haben die sogar Ausrüstung. Und ich darf auch wirklich sagen, dass wir keine Ausrüstung haben. Das ist legitim. Das ist ja kein Fake News, das ist ja bestätigt. Das ist das italienische Emirat hat dem Vatikan den Krieg erklärt. Das ist relativ logisch eigentlich, weil der... Was? Okay, der Vatikan unter Tancredi Saletta ist Feind von Japan. Ist er jetzt Papst? Ein islamistischer Papst? Nee, ein nationalistischer Papst. Performance Saber, was? Hast du Performance Saber? Ach, die sind aus performance-technischen Gründen sind die runterreguliert, oder was? Ah... Also diese ganz kleinen Nationen. Ich verstehe. Ist okay. Also das Problem ist bei zu vielen Nationen, vor allem so kleinen Nationen, ist es natürlich so, dass sie irgendwann relativ viel Performance schlucken, weil sie halt auch trotzdem Sachen rekrutieren. Deswegen haben die jetzt hier diesen Ding reingeschoben bekommen, dass sie nichts machen können. Mehr oder weniger. Das trifft auf alles. Ist es die Frage, wo ist die Grenze? Okay, Kosovo ist auch. Aber Mazedonien nicht. Montenegro, ja. Barz auf alle Fälle erwischt. Das ist ganz, ganz klein, Zwerge. Dachte schon, die Türkei hat es auch erwischt. Nee. Die haben es nicht erwischt. Hey, aber Aserbaidschan. Den auch. Ja, gut. Wie gesagt, ist jetzt nicht so schlimm. Das wird jetzt das Spielerlebnis nicht verändern. Der freie Staat vom Vatikan, ja, so frei war er nie. Die haben kapituliert. Ich werde jetzt auch nicht hergehen und irgendwie unnötig Kriege provozieren und sagen, wir müssen jetzt unbedingt auf Gewalt boxen gehen oder so. Unsere Boxhandschuhe bleiben erstmal im Schrank. Wir gucken erstmal, wie sich es entwickelt. Ne, ich finde, man muss auch einfach mal, ne, ganz grün an die Sache rangehen. Wir sind noch grün hinter den Ohren, was das Ganze angeht. Und dann erstmal schauen. Weil es geht ja auch relativ schnell. Gott mit uns. Na? Und dann geht's direkt los, Alter. Aber ich brauche dafür auch keine Voraussetzung oder so, ne? Wir sagen einfach, wir gehen einfach hin an Sprechpult und schreien ins Mikrofon Heilige Römische Reich. Und dann schreien alle, ja, Ura, und dann können wir alle angreifen. Faschisten. Ach, ist mir relativ wurscht. Faschismus ist halt immer noch relativ groß in Deutschland, ne? Ist eigentlich traurig, dass der faschistische Fokusbomb immer noch einer der größten ist. Hab ich Deutschland schon mal faschistisch gespielt? Für 2025 dann Faschismus. Also Kommunismus, ja, 100%. Aber ich weiß nicht mit Kommunismus, mit Faschismus. Und ich rede jetzt nicht von Krabbe, ich rede von Gaming-Krabbe, okay? Weil es gibt da wieder Leute, die sagen, ja, auf Krabbe hast du. A, weiß ich eh nicht, was ich auf Krabbe mache. Und B, geht es jetzt gerade um Gaming-Krabbe. Aber wäre interessant. Fraktion haben wir keine. Vasallen werden wir eh brauchen. Machen wir das mal. Ansonsten wöchentliche Manpower. Ja. Ich würde jetzt erstmal nichts machen weiter an der Stelle. Ändert sich da eigentlich nichts?
Ja, der zweite koreanische Krieg, der kommt eigentlich auch immer. Da geht es einfach mal stundenlang gar nichts. Lupschen sich jetzt einfach den ganzen Tag an. Das einzige Ding ist, oh, das ist okay, Türkei hat Griechenland den Krieg erklärt. Das einzige Ding ist, was ich auch immer vergesse oder gar nicht so richtig realisiere, dass Südkorea hier die Insel hat. Die nördliche Limitlinie. Hm. Würde gerade cheaten und gucken, wie viele Einheiten da stehen, aber geht nicht. Unsere Spionagesatelliten nutzen, aber ich habe keine. Ständestaat Austria. Klingt so falsch. Theodor Barkhorn. Bark. Bellt der dann oder was? Im Parlament. Ist nur Spaß, YouTube. Ist wirklich nur Spaß. Entspannt euch. Bitte nicht sperren. United Kingdom. Ah, übrigens, weil ihr das nicht mitbekommen haben, das Island-Video, ne, was ja gesperrt wurde, die von der vorletzten Kampagne. Also nicht die letzte. Die letzte war ja die Anarchisten-Kampagne. China hat Hongkong den Krieg erklärt, ja. Aber die Island-Kampagne, das zweite Video, was gesperrt wurde wegen Hassrede, ne? Das ist wieder entsperrt worden, nachdem. Also, die ersten zwei Einsprüche von mir wurden abgelehnt. Da muss man dazu sagen, ich habe Überprüfung beantragt, ist abgelehnt worden. Dann habe ich gegen die Überprüfung nochmal Einspruch eingelegt, ist wieder abgelehnt worden. Dann habe ich noch einen letzten Weg, den es eigentlich gar nicht gibt, habe ich nochmal genutzt. Und nach über einem Monat haben sie es dann tatsächlich entsperrt. Und haben dann als Grund angegeben, dass einer aus meiner, wie haben sie geschrieben, die Community hat das Video gefleckt. Also Leute aus der Community sind eigentlich hergegangen, haben das gemeldet, weil ich quasi diesen einen Satz da gefällt habe. Ihr könnt ja selber euch das Video angucken. War bei 3 Minuten irgendwas, glaube ich. Irgend sowas war es, ich weiß gar nicht mehr. Satz, den ich quasi im Spiel, im RP gesagt habe, deswegen ist das Video gesperrt worden, weil irgendwelche, oder wahrscheinlich eine Person es gemeldet hat. Zum einen finde ich das total lost, dass YouTube da wirklich hergeht und das dann auch direkt sperrt. Wegen einer Meldung. Weil da einer schnell drüber geschaut hat oder eine KI drüber geschaut hat. Wenn es überhaupt stimmt, vielleicht schaut auch wirklich nur KIs drüber. Keine Ahnung, wie das abläuft. Ich bezweifle, dass YouTube tausenden Videos, die in der Stunde hochgeladen werden, wo wahrscheinlich jeden Tag gibt es hunderttausende Reports, dass sich das Menschen anschauen. Ich bleib dabei, dass das von der KI gefleckt wurde. Vielleicht wurde es gemeldet, meinetwegen, aber dass das Mensch sich angeschaut hat, wirklich, das bezweifle ich ja bis heute. Aber es ist schön, dass es nochmal entsperrt wurde, weil ich dann weiterhin auch nach 10 Jahren YouTube ohne einen einzigen Strike bin und das freut mich, weil ich am Ende des Tages keiner der Absichten habe, irgendwie kritischen, radikalen, gefährlichen Content zu machen, egal in welcher Form und egal gegen wen das gehen würde. Aber es ist traurig, dass es scheinbar Lebewesen gibt, die hergehen und dann einfach aufgrund ihrer persönlichen Unzufriedenheit oder was weiß ich, was die Gründe für das Melden solcher total unnötigen Stellen sind. Also es ist eigentlich falsche Melden, das ist eigentlich rein theoretisch ist es totaler Blödsinn. Weil die Leute hergehen und etwas melden, was gar nicht meldewürdig ist, eigentlich sollte man von Seiten YouTubes diese Leute dann sperren für diese Meldefunktion, wenn das dann rauskommt, dass das eine falsche Sperre ist oder eine falsche Meldung war, dass die nicht mehr reporten können. Oder sogar einen YouTuber ermöglichen, diese Leute anzuzeigen, um quasi, wenn es jetzt bei Leuten vorkommt, dass sie dann Einnahmenverluste haben, wenn zum Beispiel das Video nach 2-3 Tagen gesperrt wird, nachdem das Video hochgeladen wurde, die haben dann Verluste bei den Einnahmen, dass man dann hergehen kann und diese Leute anzeigen kann. Weil es am Ende des Tages natürlich trotzdem auch, wenn es Leute gibt, die das Vollzeit machen, natürlich geschäftsschädigend, umsatzschädigend, existenzgefährdend ist. Und da, finde ich, sollte man durchaus auch die Möglichkeit haben, gegen sowas vorzugehen, um dann natürlich solche falschen Meldungen bestrafen zu können. Und ich sage überhaupt, wie gesagt, es gibt Meldungen, das ist völlig legitim, wenn man da irgendwie Inhalte meldet, die wirklich gewaltaufrufend sind oder diskriminierend sind oder so. Wisst ihr, das ist alles, aber wenn man wirklich vorsätzlich eine falsche Meldung, einfach weil irgendjemand gehofft hat, dass das gesperrt wird, weil er mich nicht mag oder so. Und da sollte man auf alle Fälle gegen was machen können, finde ich persönlich. Aber dann, also die Option selber wird halt schon reichen. Die Leute einfach die Möglichkeit entfernen, dass sie melden können. Vielleicht sogar einfach so weit gehen, die Konten deaktivieren, dass sie wissen, okay, wir haben Scheiße gebaut und YouTube will sowas nicht bei uns haben auf der Plattform. Genauso wie ich dann gesperrt werde, wenn ich so ein Video hochlade. Wenn es denn so wäre, dass dann halt die Leute gesperrt werden, die einfach Blödsinn machen mit dem Melden. Oder dass die auch ein Strike-System haben. So, wenn du meldest und es ist eine falsche Meldung, bekommst du einen Strike und nach 3 Strikes ist dein Konto weg. Irgend sowas.
Wisst ihr, was ich meine? Es geht jetzt erster Linie gar nicht darum, jeden zu strafen. Wie gesagt, ich melde auch Videos, die irgendwie gefährdend sind oder wo dann irgendwelche Unwahrheiten verbreitet werden und so. Ich finde es wichtig, dass da die Plattform sauber ist. Egal ob YouTube, Twitch, was auch immer, TikTok. Aber halt, wie gesagt, wenn man einfach nur meldet, um das Melden willen, weil da ich dann sage, hey, ich finde das doof oder so im Spiel, was man checken sollte in dem Zusammenhang. Ansonsten sollte man eh nicht ins Internet dürfen, wenn man das dann nicht versteht. Dann, ja, tut's mir leid. Am Ende des Tages ist es dazu für ein vielen Videospiel. Alles, was wir hier machen, bezieht sich auf das Spiel. Wenn ich was auf die echte Welt sage, dann sage ich das wie immer dazu. Aber lass mal so stehen. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ich denke mal, 99,9999% sehen das genauso wie ich. Und würden noch niemals auf den Gedanken kommen, ein Video von mir zu melden, weil sie es wissen, wie es ist. Und gut, diese 0,0001%, also diese eine von 1 Million Zuschauern, der wird sich jetzt wahrscheinlich aufregen, weil er wieder nicht damit durchgekommen ist. Gut. Er wird's nie mal, die Person wird es eh nie mitbekommen, was ich. Der wird wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, dass das Video gesperrt wurde. Es ist nur die Frage, wir gehen ja in die Richtung Monarchie. Das heißt, wir müssen eigentlich schon mal die Sophie von Isenburg einstellen. Gut, trotz allem, ich bin raus. Wir sehen uns nächste Folge wieder zu dieser wunderschönen Kampagne mit Deutschland. Mach's gut. Tschüssi.